ist die Grenze unserer Realität. Jeden Tag aufs Neue überschreiten wir sie und gehen voran. Auch wenn alles, was wir als real ansehen, bekannt ist, ist es doch das Unbekannte, das den Großteil der Tat... Zergief, du bringst das ganz falsch rüber. Viel zu viel Pathos. Das klingt, als wäre das aus einem super unseriösen Film. Das liegt daran, dass du es geschrieben hast. Die Zeilen sind pathetisch. Wie soll ich das anders hinkriegen? Ich hab dir das doch schon ganz oft vorgesagt. Ich weiß natürlich. Wenn du das sagst, klingt das halt super unanspruchsvoll und bescheuert. Aber das bist halt du. Sei einfach gut. Dann wird das gut. Wie? Wie zum... Ganz im Ernst, wie? Das soll ein Longtake werden, aber ich habe echt immer noch nicht verstanden, wie ich das machen soll. Wo ist der Regisseur? Ich bin der Regisseur. Nein, der echte. Johnny, wo ist der? Wir haben keinen, wir improvisieren das alles. Ernsthaft? Zweifelst du an meiner Autorität? Alter Rüdiger, jetzt komm aus deiner Rolle raus. Na gut, aber um ehrlich zu sein, finde ich, dass ich gerade auch echt nicht in meiner Rolle war. In meiner Charakterbeschreibung steht, ich sei dumm. Und jetzt soll ich dieses Theaterstück geschrieben haben? Wie gesagt, das hat der gute Boris alles improvisiert. Tut mir leid, da ging mein Literaturherz durch. Denk dran, wie meine Rolle ist. Niklas würde sowas nie schreiben. Ist mir schon klar, aber ich kann mich noch nicht so ganz da reindenken. Niklas ist dein Charakter. Ist ja mal wieder typisch. Du kannst ja eh nur dich selbst spielen. In jedem Film ein und derselbe Charakter. Ja, sorry, ist nun mal so. Dann darf man mich halt auch nicht für einen Improfilm engagieren. Das ist nun mal wahre Kunst. Die absolute Offenheit. Also ist es auch möglich, dass ein Charakter sich ändert. Los, wir müssen weitermachen. Also, hallo. Ich bin der Jannis. Ich leite diesen Brickstorming-Kanal. Auch wenn meine Making-ofs hier eingestellt wurden, wollte ich noch ein bisschen etwas über diesen Katilina Sergiev-Teil erzählen. Ich habe halt Angst, dass er falsch verstanden wird oder so. Worum geht es also in Katilina Sergiev 12? Im Großen und Ganzen setze ich mich hier mit der Metaebene eines Kunstwerks auseinander. Das Wichtigste an Kunst ist nämlich ihre Offenheit und Anwendbarkeit. In den Zeiten des Internets wird jeder Film bis aufs Äußerste analysiert. Das nimmt ihm seine Offenheit. Die Kritik daran ist in Katilina Sergiev 12 kaum zu übersehen. Zum einen kritisiert der Film das objektive Verstehen von Kunst in unserer modernen Welt. Und zum anderen wende ich eben diese Art der Überanalyse satirisch auf den Film selbst an. Die Aussage wird dem Zuschauer quasi vor die Nase gelegt. Nicht nur das, sie wird ihm brutalst in den Kopf gehämmert. Die Frage ist nun, wie langweilig ist das? Sind Abhandlungen über Kunst wirklich so notwendig? Kunst ist keine Wissenschaft. Lasst uns ab jetzt Erfahrungen teilen, in der Form von Geschichten. Mir ist natürlich absolut klar, dass ich gerade die Metaebene dieses Films zerstört habe. Aber nur, um sie euch näher zu bringen. Denn genau darum geht es hier. Und gleichzeitig auch nicht. Aber man braucht Regeln! Jetzt halt dein Maul und akzeptier das einfach. Wir können einen neuen Katilina Sergiev-Teil nicht einfach improvisieren, wie wir es früher immer gemacht haben. Und was wir bisher haben, wirkt irgendwie unfertig. Meinst du, wir sollten noch eine Ebene einbauen? Du meinst, dass es im Theaterstück um ein anderes Theaterstück geht? Oder dass wir zunächst ein Making-of über das Theaterstück drehen, in welchem das Theaterstück selbst eine Rolle spielt? Das wäre Meta und hätte Stil. Würde aber Deck zu viel war wegnehmen. Ja, das wäre echt zu viel des Guten. Ein bisschen muss ich das Publikum ja noch anstrengen. Ich glaube, wir sind zu einem Punkt des Films angekommen, an dem das hier alles einfach nur noch scheiße ist. Johnny, du bist gefeuert. Warte, was? Es tut mir aufrichtig leid. Das könnt ihr mir nicht antun. Sorry, aber du bist einfach nur schlecht. Das ist mein Leben. Ich... Er hat recht. Was du machst, ist keine Kunst. Aber meine Leidenschaft. Mich erfüllt nichts mehr als das mit Freude. Ihr. Ihr zerstört mich. Ihr wisst nicht, wie viel ich hier reinstecke. Ihr versteht mich nicht. Ich muss... Ich bringe euch um! Wow, Boris hat angefangen. Shit. Oh, ihr seid ja noch da. Shit, ich hab die vierte Wand durchbrochen. Nevermind. Ah, Sergiev. Du weißt, das ist in der Folge drin, ne? Damit hast du jetzt jeden verwirrt. Okay, im Ernst. Du brauchst Hilfe.